Hier haben wir unseren Musterbereich. Hier kann man sich die ganzen Farben und Fronten angucken. Ich würde gerne wahrscheinlich schwarz mit grün kombinieren, bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich gut zusammenpasst. Deswegen wäre es schön, wenn wir das einmal irgendwie zusammenhalten könnten. Ja. Ach, das ist so ein bisschen glatter und das nochmal ein bisschen Genau, von der Struktur her fühlt sich das anders an ein bisschen. Ja, ich finde, das passt sehr gut zusammen mit dem schwarzen Griff in dieser Kombination. Wir haben uns ja eben im Musterbereich die verschiedenen Farben angeguckt und hier haben wir eine Küche, in der genau die Farbkombination zu sehen ist, die du jetzt in die engere Auswahl gefasst hast. Super. Ja, hier sieht man auch die schwarze Arbeitsplatte und das ist genau die Front. Wobei ich den jetzt schon ein bisschen passender finde. Mhm. Tatsächlich, ja. Aber beide sehr, sehr schön. So kann man sich das besser vorstellen, ne? Ja, wenn total. Man das nochmal da dran hält. Super. Hier sieht man schon einen recht großen Hauswirtschaftsraum. Rechne unseren mal so, ist ungefähr die Hälfte, so von der Breite her. Also es wird schon, man kann auf jeden Fall zaubern. Mhm. Wir haben hier so Jalousieschränke. Ja, die kann man hochziehen, Sachen verstauen und wenn man die nicht sehen soll, dann zieht man es einfach wieder runter. Ja. Und hier kann man dann zum Beispiel auch so einen Auszug nehmen, wo der Toaster draufstehen könnte. Dann können wir jetzt mal hier in den kleinen Hauswirtschaftsraum gehen. Okay, der ist wirklich klein. Ja. Ah, hier sehen wir auch nochmal ein Regal, ne? Das wäre natürlich auch noch eine Option, falls das bei uns irgendwie passen das würde. Das lockert das so ein bisschen auf. Total. Hat man einen offenen Stauraum. Ja, ich zeige dir jetzt mal hier meine ersten Ideen, die ich so ein bisschen entworfen habe nach den Informationen, die du mir bisher zugeschickt hast. Ja. Dann kann ich das jetzt sonst auch mal in einer anderen Farbe darstellen. Ja, wir hatten uns ja eben im Musterbereich schon die Olive angeguckt. Also ich bin wirklich, wirklich happy. Es sieht mega gut aus und wenn es in echt nur ansatzweise so gut aussieht, nehme ich so. Ja, ja, schön. Also wirklich hast du super, super gut meine Wünsche getroffen. Ja. Ja, perfekt. Schön. Haben wir's, oder? Vielen Dank. Gerne.